So, das ist der zweite Teil von dem Test von dem neuen Xiaomi Roboter aus China. Dass der Roboter ja sehr beeindruckend ist und auch eine ungewöhnlich gute Leistung zeigt, nicht nur in der Navigation, sondern auch in der Reinigungsleistung. Das haben wir ja schon im ersten Teil gesehen, beziehungsweise da hat sich die Reinigungsleistung schon angedeutet. Da konnten wir ja vornehmlich die interessante Navigation sehen. Er fährt ja systematisch den Raum ab, er hat ja ein Lasersystem und kann damit den Raum ausmessen, Karten aufzeichnen, die man dann auch sogar per App anzeigen lassen kann. Das haben wir ja alles im ersten Teil schon berichtet. Schaut euch das Video nochmal an oder lest den Testbericht auf meiner Seite, der ist noch ein bisschen ausführlicher, www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Da findet ihr auch die Bezugsquellen und Preise. Der Roboter hat zum Zeitpunkt des Tests oder wo wir mit dem Test angefangen haben, etwas unter 400 € gekostet, aber da gibt es beim Anbieter öfters auch Aktionen, also es kann sein, dass er sogar im Augenblick etwas günstiger angeboten wird, aber die Links findet ihr auf meiner Seite, schaut da einfach mal rein, dann seht ihr dieses. Wir testen jetzt hier die Quarzsandaufnahme, also wir wollen jetzt feststellen, wie stark die Saugaufnahme wirklich ist, ob er da wirklich an die Spitzengeräte herankommt. Bei der Navigation war es ja wirklich so, dass er an die Spitzengeräte, die teilweise um die 1.000 € oder fast 1.000 € kosten, herangekommen ist. Da konnten wir keinen Nachteil feststellen. Wir fanden sogar die Navigation oft hier noch bei diesem Xiaomi besser, weil er ein Lasersystem hat. Erfasst er ja die Hindernisse und die Raummaße und etc. direkt am Boden. Und das ist nach meiner Meinung eigentlich auch besser als mit einem Kamerasystem, wo ja beispielsweise dann unter der Couch oder so die Navigation nicht richtig optimal funktionieren kann. Wer öfters unsere Videos sieht oder öfters auf unserer Seite die Testberichte liest, der weiß ja schon, wie der Test hier abläuft. Wir haben eine bestimmte Menge an Quarzsand hier verteilt und werden gleich diese Quarzsandmenge, die aus einem vollgefüllten Döschen stammt, wieder zurückfüllen in den Behälter. Und können dann natürlich relativ genau, relativ muss man immer nur sagen, ablesen oder aberkennen, wie viel Prozent er in etwa von dem verteilten Schmutz wieder aus dem Teppich zurückgesaugt hat. Und da wir das ja bei allen Robotern machen, kann man die Roboter natürlich einigermaßen vergleichen. Der Test läuft immer 20 Minuten. Die meisten Roboter laufen ja auch, bis die Akkulaufzeit zu Ende ist. Bei diesem Modell, wie ihr gerade seht, ist es so, er erkennt die Raummaße und meldet bereits nach 2 Minuten, dass er fertig ist. Und deswegen machen wir jetzt mal so eine Stichprobe und schauen mal, was er in diesen 2 Minuten schon gesaugt hat. So, wir werden jetzt mal den Behälter hier herausnehmen. Der lässt sich sehr gut öffnen und lässt sich auch sehr gut entleeren. Das ist übrigens wirklich gut gemacht, da kann man gar nicht meckern. Und füllen jetzt das in den gleichen Behälter wieder zurück. Und da sind wir doch mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Also wie gesagt, er hat jetzt erst 2 Minuten gereinigt. Das ist natürlich eine extrem kurze Zeit. Die Testfläche ist zwar nicht groß, dennoch ist 2 Minuten wirklich sehr, sehr kurz. Und dann schauen wir doch mal. Das ist doch beeindruckend, würde ich sagen. Also das ist doch fast oder etwa 30%. Ja, so 30% würde ich da schon sagen, ist das. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für diese kurze Zeit.
Also ich glaube, wir haben noch keinen Roboter getestet und wir haben ja wirklich schon sehr viele getestet, der diese hohe Schmutzmenge in dieser kurzen Zeit gesaugt hat. Aber ich schreibe das auch alles nochmal in meinen Testbericht, lese das also nochmal nach. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Der Hersteller wirbt ja mit einer relativ hohen Saugleistung, also einer besonders hohen Saugleistung, und das scheint also hier in der Tat auch zu stimmen. Es ist nicht nur die Navigation wirklich vorbildlich, sondern auch wirklich die Bürste scheint wirklich gut konzipiert zu sein. Und in Verbindung mit der hohen Saugleistung macht er eigentlich das, was man von einem Staubsaugerroboter auch wirklich erwartet. Wir lassen das jetzt weiterlaufen, weil wir ja eigentlich bei vielen Robotern haben wir eben den Maßstab nur nach 20 Minuten, weil es da keine Abschaltautomatik gibt. Die reinigen eben so lange, bis das Akku leer ist. Das ist bei so einer kleinen Fläche natürlich eigentlich dumm, denn das sind keine 2 Quadratmeter. So war, normalerweise braucht man da keine 20 Minuten. Für, aber das sollten wir eigentlich auch nicht sagen. Wir haben schon Roboter erlebt, die sind in 20 Minuten hier kläglich gescheitert. Aber wie gesagt, wir lassen den jetzt 20 Minuten laufen und da er immer wieder nach 2 Minuten abschaltet und fertig meldet, werden wir jetzt einfach immer wieder neu starten. Das machen wir jetzt so lange, bis die 20 Minuten rum sind und danach füllen wir den aufgesaugten Quarzsand zu dem bereits eingefüllten Quarzsand vom ersten Saugdurchlauf und haben dann die Gesamtmenge nach 20 Minuten. Und das können wir dann wiederum mit anderen Saugrobotern vergleichen. Ihr seht es also, ihr braucht bei jedem Durchlauf ungefähr 2 Minuten. Jetzt sind es 4 Minuten. Und nun gut, das lassen wir jetzt noch mehrmals starten. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, werden wir das Video jetzt an der Stelle ein bisschen beschleunigen, bis er fertig ist.
So, die 20 Minuten sind jetzt rum. Und jetzt werden wir den Roboter stoppen. Er müsste jetzt so und so eigentlich von sich aus stoppen. Ja, hat er gemacht. Und jetzt werden wir wieder den restlichen Quarz, an den er hier aufgesaugt oder aus dem Teppich herausgesaugt hat, zu dem erstmalig aufgesaugten Quarzsand hinzufüllen und dann haben wir das Ergebnis, was er hier in 20 Minuten aus dem Teppich herausholt. Erwähnen möchte ich noch, dass das die stärkere Saugstufe des Xiaomi ist. Er hat ja da eine normale Saugstufe oder eine stärkere Saugstufe. Das ist also die stärkere Saugstufe. Die ist von der Lautstärke eigentlich nur geringfügig lauter. Also von daher macht es eigentlich immer Sinn, immer diese etwas stärkere Stufe einzuschalten. Denn wie gesagt, er ist mit maximal 64 dB dann immer noch relativ leise. Ist zwar nicht der leiseste, aber er gehört doch zu denen, die ein relativ leises und angenehmes Geräusch machen. Man kann den also im Nachbarzimmer gewöhnlich nicht mehr hören. Das ist ja nicht bei allen so. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, ob das Geräusch so ein bisschen schrill ist oder irgendwie quietschend. Und er macht eben ein durchaus angenehmes Geräusch mittlerer Lautstärke, sagen wir es so. Also ihr seht, da ist einiges aufgesaugt worden. Er hat also das schon noch erhöht, das erste Ergebnis, was ja schon sehr beeindruckend war. Schauen wir mal. Ja, also das ist wirklich beeindruckend. Ich würde sagen, ja, 55-60% irgendwo in dem Dreh liegt das. 55-60%. Und das ist ein sehr gutes Ergebnis für so einen Saugroboter. Also da kam bis jetzt die meisten Saugroboter, die wir getestet haben, auch Spitzengeräte, die wesentlich teurer sind, haben hier wesentlich schlechter abgeschnitten. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Der einzige, der hier herangekommen ist und das sogar noch ein bisschen übertroffen hat, war der Rumba 980. Hier haben wir bei dem Test beim Rumba, im Normalmodus hat der Rumba etwa das gleiche Ergebnis gebracht, vielleicht 1-2% mehr, aber in etwa das gleiche Ergebnis. Aber beim Rumba haben wir dann auch nochmal den stärkeren Mode mit diesen mit dieser doppelten Fahrweise getestet und der hat dann in 20 Minuten dann etwas mehr geschafft, also etwa 70%, aber auch da ist der Unterschied ja da äußerst gering oder ziemlich gering, sagen wir es mal so. Also der kommt also wirklich an die Spitzenroboter ran und man muss ja auch den Preisunterschied sehen, der Rumba 980 kostet, ja, ist jetzt zwar günstiger geworden, er hat mal fast 1000 Euro gekostet, aber ist immer noch sehr, sehr teuer. Und der Roboter, wie gesagt, unter 400 Euro, das ist eine beachtliche Leistung. Ne? Man kann also überhaupt nicht meckern. Und nun gut, wir müssen jetzt noch sehen, wie er mit schwierigerem Schmutz zurechtkommt. Wir werden ja jetzt noch den Test machen mit Katzenstreu, Semmelmehl, also Paniermehl und Quarzsand. Wobei da immer das Katzenstreu das größte Problem ist. Wir haben da schon sehr viele Roboter gesehen, die da gescheitert sind. Denn Katzenstreu sind relativ schwere Teilchen. Wir haben auch nicht so feines Katzenstreu. Wir nehmen immer sehr grobes Katzenstreu. Und das ist immer für Roboter, nicht nur für Roboter, auch für viele Staubsauger ein Problem, weil die Teile sehr schwer sind. Und manche Roboter nehmen das einfach nicht sehr gut auf. Und das werden wir uns jetzt anschauen. So, jetzt kommt noch das Katzenstreu hinzu. Seht's? Also das ist schon einiges an Schmutz jetzt. Das ist schon eine richtig große Menge. Sowas wird man natürlich nicht in der Wohnung haben, aber wir wollen ja hier jetzt auch wirklich testen, was er unter extremen Bedingungen schafft. Normalerweise sollte man diesen Schmutz in, ja, sagen wir mal, unter 10 Minuten schon schaffen. Maximal lassen wir den Test aber immer 30 Minuten laufen und wir haben auch tatsächlich schon Roboter gehabt, die nach 30 Minuten den Schmutz immer noch nicht geschafft haben. Insbesondere das Katzenstreu bleibt dann öfters übrig, aber wir hatten auch schon Roboter, die haben dann
mit dem Quarzsand ihre Probleme gehabt. Das Ganze ist ja jetzt auf Hartboden. Das, was heute eigentlich gebräuchlicher ist, Teppich wird ja nicht mehr so oft in Wohnungen eingesetzt oder nur noch in beschränktem Maße. Und deswegen ist der Test natürlich vermutlich für die meisten noch interessanter. Aber ihr seht auch hier geht er schon sehr, sehr ordentlich wieder vor. Seine berühmte Navigation, dass er erstmal die Ränder umfährt und so sich die Maße in seiner internen Karte aufzeichnet und dann dazu übergeht, eben bahnenweise das Ganze aufzunehmen. Gut, sieht man auch schon, er verteilt den Schmutz nicht zu den Seiten. Das ist ja bei Robotern sehr oft der Fall, oder bei einigen schlechten Robotern, muss man sagen. Bei schlechten Robotern ist es so, die verteilen den Schmutz eben eher, als ihn aufzunehmen. Und das kann man hier eigentlich nicht sagen. Also er macht das ganz ordentlich. Natürlich schafft das jetzt hier in einem Ruck, in einem Durchlauf nicht komplett, diese komplette Menge aufzunehmen, aber das haben auch andere Roboter, wirklich Spitzenroboter, nicht immer oder nicht geschafft. Die Ränder macht er immer sehr ordentlich, da kann man gar nicht mosern. Und mal gespannt, was er jetzt in seiner Reinigungszeit hier schafft, wie die Fläche aussieht. Wir messen das jetzt nicht, sondern wir werden es einfach hier, wir schauen uns das einfach nur optisch an. Und eigentlich sieht die Fläche schon gar nicht mal so schlecht aus. Da macht das eigentlich wirklich ordentlich. Da kann man gar nicht mosern. So, das war's. Also er hat jetzt gestoppt nach 2 Minuten und fast 2 Minuten, etwas über 2 Minuten. Na gut, da ist das sieht eigentlich ordentlich aus. Die Ränder sehen eigentlich sehr gut aus. Die Ränder sehen sehr gut aus und in der Mitte ist es auch nicht mehr viel. Ne? Also das ist für diese kurze Zeit eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Da kann man gar nicht mosern. Also auch am Katzenstreu scheint er überhaupt keine Probleme zu haben. Das nimmt er genauso gut auf wie den Quarzsand. Also da kann man nicht meckern. So, wir starten das jetzt nochmal erneut. Das ist jetzt praktisch der zweite Reinigungslauf. Normalerweise, wie gesagt, lassen wir das immer 30 Minuten laufen. Aber ich glaube, das ist bei dem Roboter eigentlich gar nicht notwendig. Also man beachte immer wirklich die ordentliche Fahrweise, die exakte Navigation. Da kann man wirklich nicht meckern. Also das ist jetzt wirklich schon ein recht gutes Ergebnis. Also recht ist eigentlich schon untertrieben. Also das ist mindestens 98%, würde ich sagen, hat er jetzt hier aufgenommen. Die Fläche ist schon nahezu sauber und das in noch nicht mal ganz 4 Minuten. Also das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ein sehr gutes Ergebnis. So, jetzt sind erst die 4 Minuten 30 Sekunden rum. Und die Fläche ist wirklich über 98% sauber. Also das ist wirklich ein fantastisches Ergebnis. Da kann man gar nicht meckern. Also er nimmt Katzenstreu, verteilt hier nichts in die Ecken, nimmt alles ordentlich auf. Das Kleine hier, das sind noch ein paar kleine Krümelchen. Aber sonst ist hier wirklich nichts. Also es gibt kaum Roboter, die das wirklich so gut schaffen. Also eigentlich bräuchte man ihn jetzt nicht mehr laufen lassen, weil das Ergebnis schon klar ist. In dem nächsten Reinigungsdurchlauf wird er ja auch diese letzten paar Krümel dann noch wegnehmen. Also spätestens nach 6 Minuten hätte er die Fläche hier wirklich komplett sauber, obwohl das jetzt wirklich eine große Schmutzmenge ist. Aber
Nun gut, da wir eben den Test hier immer 30 Minuten laufen lassen, lasse ich ihn noch mal ein bisschen im Schnelllauf durchlaufen. Ihr könnt da noch ein bisschen zuschauen, aber dass das Ergebnis hier wirklich phänomenal ist, ich glaube, das ist deutlich erkennbar. So, jetzt sind die 20 Minuten fast rum und nun gut, wie gesagt, ihr habt ja schon gesehen, nach 6 Minuten war die Fläche eigentlich wirklich schon tadellos sauber, aber ihr konntet eben jetzt nochmal die wirklich tolle Fahrweise genießen. Aber auch jetzt in der Reinigungsleistung, ihr seht ja, hier ist wirklich alles drin, Quarzsand, Kerzenstreu, Semmelmehl, alles perfekt, nichts am Rand zurückgeblieben, nichts verteilt. Also der Xiaomi kann sich wirklich sehen lassen, er kann sich hier mit den besten Robotern, die es auf dem Markt gibt, messen. Also wir haben da kein Gerät, wo wir jetzt sagen würden, da gibt es einen gewaltigen Unterschied oder das ist jetzt wesentlich besser. Also da ist der Xiaomi gehört eindeutig hier zu den besten Robotern. Es muss sich natürlich jetzt langzeitmäßig noch zeigen, wie stabil die ganze Geschichte ist, wie lange der Roboter durchhält, wie das aussieht, wenn er jetzt ein Jahr eingesetzt war, ob es da irgendwelche Macken gibt. Wir werden ihn auch da jetzt nochmal einem Langzeittest unterwerfen, weil er einfach wirklich so gut ist und wir werden ihn quasi so alt als Referenzgerät praktisch jetzt betrachten.
So, jetzt mache ich noch einen kleinen Test, um jetzt nochmal zu sehen, wie der Roboter auf Höhenunterschiede reagiert. Das ist vielleicht für den ein oder anderen interessant, der vielleicht noch Türschwellen in der Wohnung hat. Ich habe da jetzt mal eine 8 mm Sperrholzplatte reingelegt und starte einfach mal kurz den Reinigungsvorgang und wir schauen mal, ob wie er da einfach drauf reagiert. Dann habt ihr davon schon mal eine Vorstellung. Also das sieht eigentlich gut aus. 8 mm scheint ihm überhaupt kein Problem zu sein oder zu machen. Nee, also das sieht gut aus. Wir lassen ihn noch mal weiterfahren. Ja, das ist gut. Nee, also 8 mm macht kein Problem. Also wenn ihr Türschwellen habt, die 8 mm oder kleiner sind, braucht ihr da keine Bedenken zu haben. Im Test in der Wohnung hat er da auch keine sonderlichen Probleme gezeigt. Das Einzige ist, dass er bei Teppichecken, die ein bisschen höher stehen, ja, also der Teppich ist vielleicht etwa 1 cm rum und wenn die Kante ein bisschen höher steht, dann ist das vielleicht, weiß ich was, jetzt 15 mm vielleicht so in dem Dreh. Da ist er manchmal ein bisschen drüber gestolpert, aber es war jetzt keine große Sache. Er ist zwar gestolpert, es hat ihn ein bisschen bei seiner Arbeit verzögert, aber es hat ihn nicht wirklich von seinem Fahrweg abgebracht und er hat seine Arbeit dann trotzdem problemlos verrichtet. Hänger gab es nie, also er ist praktisch immer aus jeder Situation wieder herausgekommen. Also das mit 8 mm klappt gut. Ich werde jetzt noch mal eine etwas stärkere Platte einlegen und dann schauen wir mal. So, jetzt lege ich eine 12 mm Sperrholzplatte ein. Die ist jetzt ein bisschen kleiner, einfach weil ich keine andere habe. Aber das reicht ja, um jetzt zu sehen, ob er da ordentlich drüber kommt. Das mit den Kanten oder mit den Höhenunterschieden ist ja immer so eine Sache. Bei Türschwellen ist es natürlich gut, je höher die Hindernisse sind, je höher der Roboter da drüber kommt. Aber bei Möbeln, wie beispielsweise unseren Kratzbaum, der dann einen Ständer hat, der vielleicht 18 mm hoch ist, da ist es dann wieder ärgerlich, wenn er über zu hohe Dinge drüber kommt. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es ist positiv als auch negativ. Da muss man eben immer sehen, dass man die Wohnung dem Roboter etwas anpasst. Generell sollte man natürlich möglichst Türschwellen nicht haben oder möglichst gering halten. Das ist einfach für den Roboter immer besser, denn gewöhnlich haben die Roboter schon ab 12 mm fängt es bei den meisten Robotern mit Problemen an. Hier scheint es aber mit 12 mm noch keine Probleme zu geben. Die nimmt er also wirklich tadellos. Da kann man überhaupt nicht meckern. Also wenn eure Türschwelle bis etwa 12 mm ist, gibt es auch keine Probleme. Also ich muss immer wieder sagen, der Roboter hat mich also hier wirklich sehr begeistert. Wir haben ja jetzt wirklich schon viele Roboter getestet. Und ja, ich bin nicht so leicht mehr zu begeistern, sagen wir es mal so, von einem Roboter. Aber der hier hat mir wirklich gut gefallen. Es ist nur schade eben wirklich, dass die App eben noch fast komplett in Chinesisch ist und dadurch kaum oder schwer bedienbar ist. Aber er lässt sich ja, ihr seht es ja auch, ohne App benutzen. So, als letztes habe ich jetzt hier nochmal eine 16 mm Platte eingelegt. Wundert euch nicht über das Loch da drin. Ich habe einfach keine andere Platte gehabt. Also da wird er natürlich jetzt ein bisschen Probleme mit dem Loch haben. Das müsst ihr jetzt einfach ausblenden. Es geht hier einfach nur darum, ob er eben jetzt hier diese Hürde problemlos nimmt. Ja, hier hat er es genommen.
Ja, er kommt da auch noch drüber. Man merkt aber schon, das ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist auch schon eine ordentliche Höhe, 16 mm. Es gibt natürlich Roboter, die nehmen diese 16 mm auch noch problemlos. Das muss man dazu sagen, aber die sind eben auch oft sehr teuer. Also er nimmt diese 16 mm auch noch. Da kann man eigentlich gar nicht meckern. Das ist eigentlich noch einigermaßen ordentlich. Hier an der Ecke, da hakt es ein bisschen. Also bei 16 mm würde ich nicht mehr so die Hand ins Feuer legen, dass das immer mit der Türschwelle klappt. Also das ist dann irgendwo doch die Grenze zwischen 16 mm und 12 mm. Also ich glaube, wir müssen ihn hier mit den 16 mm nicht mehr quälen. Jetzt merkt man ja, da hat er ein bisschen Probleme. Jetzt kommt er aber auch ins Loch und da wird er so und so dann wahrscheinlich hängen. Da wollen wir nicht mehr quälen. Das ist auch nicht sonderlich gut, wenn der Roboter Sachen immer solche Dinge anfahren muss. Da es gibt natürlich schon einen gewissen Verschleiß. Das muss man schon zugeben. Es erhöht zumindest nicht die Haltbarkeit. So, das soll's gewesen sein. Ihr habt also jetzt den Saugtest gesehen von dem Xiaomi, dem chinesischen Roboter. Alles weitere, wie er in der Wohnung abgeschnitten hat oder so, das könnt ihr bei mir auf dem Testbericht oder im Testbericht nachlesen auf der Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Hier seht ihr gerade einige Bilder aus dem Testbericht. Und ja, uns hat der Roboter wirklich überzeugt. Ich muss da sagen, er hat wirklich beeindruckt. Insbesondere die Navigation, aber auch die Verbindung von der guten, wirklich sehr guten Reinigungsleistung und der guten Navigation, das ist schon ungewöhnlich. Und dann eben zu einem wirklich attraktiven Preis. Aber wie gesagt, schaut euch den Testbericht an und ja, vielleicht gebt ihr eure Meinung mal als Kommentar ab. Mich würde es interessieren, als Kommentar unter YouTube oder als Kommentar im Blog. Und ja, wenn euch das Video gefallen oder etwas genützt hat, dann wäre natürlich ein Daumen nach oben immer gut. Und denn das motiviert natürlich, denn so ein Test ist doch schon immer relativ aufwendig, aber ich denke, es lohnt sich, da sowas mal ausgiebig zu testen, denn der erste Eindruck täuscht oft bei den Geräten und wenn man da ein bisschen intensiver testet, da stellt sich ein Gerät oft als nicht so toll heraus, wenn man es mal ein bisschen näher untersucht hat. Aber hier kann man das überhaupt nicht sagen. Er hat also wirklich überzeugt und nun gut, ich glaube, ich habe ihn genug gelobt. Also bis demnächst. Ciao.